Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Lorenz Elite TI mal wieder. Und zwar zeige ich euch heute, wie man den Bildschirm kalibriert. Ja, die Bildschirmkalibrierung, die kann wirklich mal notwendig sein, wenn es nach einem Systemupdate einen Fehler gibt und das Touchscreen einfach nicht mehr funktioniert. An sich ist das Ganze ganz einfach. Wir fahren das Gerät erstmal wieder runter, schalten es einmal aus. Und dann beim Wiederhochfahren ist es eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und zwar drücke ich dann die An-Taste und Fähnchentaste gleichzeitig. Jetzt habt ihr den Piepton gehört. Jetzt kalibriert sich der Bildschirm gerade komplett neu. In der Zeit dürft ihr natürlich nicht darauf rumdrücken, sonst verstellt sich einiges. Und sobald das Gerät hochgefahren ist, funktioniert es wieder einwandfrei. Ja, ich hoffe, ich konnte es gut erklären und ihr konntet auch etwas Neues mitnehmen. Hier habe ich jetzt ein paar weitere Videos verlinkt. Schaut es euch doch einfach mal an und wirklich ganz durchschauen, denn selbst der erfahrene User lernt hier nie aus. Lasst mir noch ein Abo da. Bis dahin, euer Daniel.